Sind Sie ein gebürtiger Hamburger? Nein, ich bin geboren in Wesermünde. Bedingt durch die Kriegswirren war meine Mutter meinem Vater nachgereist, der in Wesermünde stationiert war. Das ist heute ein Stadtteil von Bremerhaven. Und dadurch bin ich in Wesermünde geboren. Und dann nachher aber in Hamburg nachher groß geworden. Haben Sie spezielle Erinnerungen an die Kindheit? Waren noch Spuren vom Krieg sichtbar? Also insofern war das, dass wir, wenn wir draußen gespielt haben, ich bin nachher im Stadtteil Wilhelmsburg groß geworden in Hamburg, und da war nicht viel Industrie, aber es waren einige Häuser waren kaputt, und wir haben dann natürlich dann in den Ruinen gespielt oder wie auch immer jetzt. Also wir konnten damals auch noch auf der Straße spielen. Es waren ja kaum Autos unterwegs. Ich weiß noch, dass der Milchmann und der Gemüsemann nebenan, die hatten sogar noch Pferd und Wagen. Also es war irre. Also was wir damals für Platz hatten zum Spielen, das ist wahnsinnig gewesen. Insofern habe ich keine großen Kindheitserinnerungen. Ich weiß nur noch, dass ich viel im Sommer draußen war und immer eine Lederhose anhatte, die dementsprechend dann auch speckig aussah. Das war keine, nicht so ein Glattleder, wie man heute teilweise hat, sondern richtig so ein Velour, graues Velourleder. Und da wurde eine Lederhose. Und die war dann abends speckig. Die stand nachher zum Schluss von ganz alleine. Und die meiste Erinnerung habe ich dann, wie mein Bruder geboren wurde. Der ist knapp 6 Jahre jünger. Und das war eine Hausgeburt. Und ich musste mit meiner Großmutter ein bisschen spazieren gehen. Und irgendwann hat mein Vater dann wohl oben im Fenster gewunken und sagt, ihr könnt wieder reinkommen. Und die Hebamme war noch da. Und da fragt die mich doch allen Ernstes. Ich habe das Gesicht von meinem Bruder heute noch im Kopf. Der sah aus wie eine verschrumpelte Kartoffel. Und da fragt die mich doch allen Ernstes, hast du nicht einen hübschen Bruder? Und da soll ich ganz entrüstet, ne, gesagt haben. Also, das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und auch, dass meine Eltern waren nachher beide berufstätig. Und meine Großmutter hat dann mehr oder weniger auf uns aufgepasst. Und ich hatte auch große Verantwortung für meinen Bruder dann. Weil meine Großmutter ja auch nicht immer gleichzeitig da sein konnte. Und meine Eltern haben dann abends noch oder nachmittags noch, damals gab es das Hamburger Abendblatt, die Tageszeitung. Die wurde nachmittags ausgetragen, also nicht wie heute morgens, dass sie morgens kommt, sondern die wurde wirklich als Abendblatt nachmittags zu den Leuten gebracht. Und da habe ich dann auch mal ausgeholfen und war immer froh, wenn es so ein bisschen Trinkgeld gab. 10 Pfennig war damals ein Haufen Geld zu der Zeit. Und mein Bruder, wenn wir dann so ein Taschengeld kriegten, mein Bruder hat sich immer Süßigkeiten gekauft. Und ich bin mit meinen 10 Pfennig immer zum Schlachter gegangen. Gegenüber war ja bei uns ein Schlachter und hat mir ein Stück Blutwurst gekauft. Das war für mich das Größte. So. Und sonst habe ich an und für sich an die Kindheit, ja, Schule nachher. Ich bin in Wilhelmsburg auch in der Fährstraße zur Schule gegangen. Bis zur 3. Klasse. Und dann haben meine Eltern dann eine Wohnung bekommen. Mein Vater hat damals bei der Norddeutschen Raffinerie gearbeitet. Und haben wir eine eigene Wohnung gehabt. Vorher haben wir auf Zimmer gewohnt. Mhm. Ganz zu Anfang auf einem Zimmer, dann hinterher auf 2 Zimmern. Immer mit Küchenbenutzung und Badbenutzung und allem drum und dran. Also keine eigene Wohnung. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen durch die Firma. Die waren damals so, wenn irgendwo gebaut wurde, haben die wohl immer Gelder mit reingesteckt, damit Betriebsangehörige dann da eine Wohnung kriegen konnten. In diesen Gemeinschaftswohnungen, das waren mehrere Familien? Also. Nee, das war eine Familie jetzt, ich sag mal jetzt so nach dem Krieg, war eine Frau oder Mann und Frau, die eben eine große Wohnung hatten und die mussten dann untervermieten. Okay. Ja, das war irgendwie damals Gesetz oder was weiß ich. Also die waren, die zweite Wohnung mit der 2 Zimmer, das war eine einzelne Dame, und die hatte, glaube ich, eine 4-Zimmer-Wohnung. Okay. Und dadurch haben wir eine Zweizimmerwohnung, also eine Zweizimmerwohnung mit Benutzung gehabt. Und dann haben wir nachher eine eigene Wohnung gekriegt in Hamburg-Horn. Und wie wir damals umgezogen sind, das war im Winter gewesen, da war so dick Eis an den Wänden, also im Schlafzimmer. Mein Vater dabei gegangen ist,
das mit dem Bügeleisen so ein bisschen abzutauen. Da, da war ja auch keine richtige Heizung, da war ein Ofen drin. Ne? Aber es war eine Wohnung mit eigenem Badezimmer, mit einer Badewanne. Das kannte man ja vorher gar nicht. Sonst wurde einmal die Woche wurde dann der Kessel aufgeheizt, so ungefähr. Wo damals war ja noch die großen Waschküchen mit diesen großen Kupferkesseln, wo dann die Wäsche drin gemacht wurde. Und wenn die Wäsche fertig war und das Spülwasser war warm, dann durften wir baden. Das war dann sonst. War irre. Alle nacheinander im gleichen Wasser oder wurde das, das habe ich auch schon gehört. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ich weiß das nicht. Ich glaube, meine Mutter war die Letzte nachher. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr.